Bezahlbarer Wohnraum in Niedersachsens Großstädten ist knapp. Immer mehr Menschen sind von der Wohnungsnot betroffen und können sich die hohen Mieten in Stadtnähe nicht mehr leisten. Die N-Bank, die Landeshauptstadt Hannover und die Wohnungsgenossenschaft Heimatwerk tragen mit einem gemeinsamen Projekt in Hannover zur Lösung der Wohnungsnot bei. Mein Name ist Jürgen Kaiser. Ich bin seit fast 25 Jahren Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Heimatwerk Hannover. Wir realisieren in Stöcken auf einem Kirchengrundstück ein soziales Wohnprojekt mit einer Investitionssumme von rund 15 Millionen Euro. Warum ist die soziale Wohnraumförderung ja nicht nur in Hannover, sondern in Deutschland generell so enorm wichtig? Und warum ist das so ein akutes Thema? Akutes Thema, glaube ich, ist, dass in einer Zeit von vor 5 bis 15 Jahren zu wenig Sozialbauten neu errichtet wurden. Wir hatten da eine Durststrecke im Wohnungsbau, wir hatten etwas mehr Leerstände, geringfügig, aber sie waren halt da. Und dort ist der Wohnungsbau, der soziale Wohnungsbau auch zurückgegangen. So, und aus heutiger Sicht muss man dann feststellen, dass sozialer Wohnungsraum für Wohngruppen, für Leute mit geringem Einkommen, auch für Familien, große Wohnungen, wieder sehr nachgefragt ist und die Bestände einfach nicht mehr da sind. In Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt baut die Genossenschaft jetzt barrierefreie Sozialwohnungen auf einem Kirchengelände in Hannover-Stöcken. Das Kirchengelände wurde Ende 2018 entweiht, geräumt und zurückgebaut. Im Januar 2019 wurden hier die ersten Baumaßnahmen in die Wege geleitet. Nach dem Abriss der Kirche werden weitere Bauarbeiten folgen. Die Landeshauptstadt Hannover kommt mit diesem Projekt ihren Sanierungszielen in Stöcken einen großen Schritt näher. Mein Name ist Heike Neumann. Ich bin Sachgebietsleiterin Wohnraumförderung bei der Landeshauptstadt Hannover. Wir sind Wohnraumförderstelle für die N-Bank, für die Landesmittel. Und bei uns werden alle Anträge auf Fördermittel gestellt im Stadtgebiet Hannover. Ja, die Stadt wirkt einmal mit, weil sie eben Wohnraumförderstelle ist. Und wir wirken aber auch mit eigenen städtischen Mitteln aus unserem eigenen Wohnraumförderprogramm, weil wir eben in der Stadt preisgünstige Wohnungen brauchen. Und dies eben eine gute Möglichkeit ist, auch dort in Stöcken, was ja Sanierungsgebiet ist, auch solche Wohnungen wieder neu zu bekommen. Durch die Förderung von Stadt und N-Bank hat die Wohnungsgenossenschaft die Möglichkeit, in dem Neubau Mieten ab 5,60 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche anzubieten. Zusammen mit der Wohnungsgenossenschaft Heimatwerk und der Landeshauptstadt Hannover fördert die N-Bank so den sozialen Wohnungsbau in Hannover. Die Zusammenarbeit gestaltet sich so, dass zunächst das Heimatwerk auf uns zugegangen ist und angefragt hat, ob wir eben Fördermittel für dieses Projekt gewährleisten können. Wir haben uns dann zusammen das Projekt angeschaut und durchdacht und dann auch herausgefunden, dass es dann wirklich perfekt ist, dieses Projekt zu fördern. Wir haben dann auch noch die Stadt mit einbezogen, wodurch dann eben auch noch mehr Fördergelder oder Zuschussmittel eben bereitgestellt werden konnten. Gerade auch weil Stöcken von der Sozialstruktur her ein guter Standpunkt ist, um eben diesen Wohnraum zu fördern. Dadurch dann auch die soziale Durchmischung gewährleistet ist und gerade auch der Bestand gesichert werden kann. Mit dem in Kooperation umgesetzten Projekt tragen die drei Akteure zu einer durchmischten Bewohnerstruktur in Hannover-Stöcken bei. Die Förderung von Wohnraum mit bezahlbaren Mieten. Ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft.